Und alle haben danach geschrieben auf die Sterne. Und so, jeder hat mitgeschrieben. Ne? Und ich konnte mich dagegen nicht wehren. Und ich habe dann Folgendes gemacht, was ich instinktiv für richtig hielt. Ich habe gesagt, ich gebe überhaupt niemandem kein einziges Interview. Das habe ich auch gemacht. Meine Redaktion hat das gemacht, so gut es ging. Mein Management hat versucht, das Schlimmste zu bewahren. Das hat nicht geklappt. Und dann irgendwann hat die Bunte mich angerufen und hat gesagt, also pass auf, also mein Management angerufen. Entweder er gibt uns jetzt ein Interview oder wir gehen zurück in die Klasse und fragen jedes Mädchen so lange, bis sie sich sexuell belästigt fühlt. Dann hat er nicht nur einen, sondern hat dann 10 sexuelle Belästigung, was natürlich nichts gewesen ist, aber egal. Dann habe ich damals verbunden ein Interview gegeben, aber das war dann alles zu spät. Darin hat mein Job im Fernsehen verloren.